Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine kleine spontane Aufnahme und uns im Teamspeak ist der Buck Rogers und der Eliminator 3.7. Hallo. Hallo. Wir haben uns hier im Teamspeak eingefunden, tatsächlich mit über 9 Leuten. Und ich wollte eigentlich nur casual heute Abend spielen, aber ja, nehmen wir mal ein bisschen auf, wo wir doch mal alles schon beisammen sind. Allerdings haben wir uns gerade getrennt, weil wir nicht zusammen gematcht sind. Also sind wir eigentlich nur die ersten Cleave, die gegangen. Wir sind eigentlich nur der Rest, der gerade noch über ist, die Dreie. Eben hat wir tatsächlich dauernd nicht aus dem Spiel letzte Zeit, indem ich irgendwie aus dem Spiel rausklicke, der Maus. Egal. Ja, das ist auch ein Bug, der morgen behoben wird. Ja, gut. Es kommt nämlich morgen ein Patch raus, das heißt, der erste Patch, wo die ersten groben, idiotischen Fehler von Featurem, Tesla, behoben werden, welche jetzt das Matchmaking und das MMR-Ding plagen. Zum Beispiel, dass man das Spiel einfach verliefen kann, um das MMR-Ding zu entgehen. Das beheben die jetzt. Das ist etwas, was ich im Stream auch nicht erklärt habe, dass das möglich ist. Aber angedeutet habe ich da was. Und das macht das Matchmaking halt natürlich ziemlich unsinnig, weil man letztendlich das MMR hochpushen kann in irgendeiner Art falschen Art und Weise, weil man nie was verlieren muss, aber immer gewinnen kann. Somit kann man am Ende mehr Punkte, als eigentlich man haben sollte. Auch funktioniert das Matchmaking allgemein noch nicht. Ich hatte meinen Kollegen mal drüben gehabt, hier habe ich 3 Spiele mit ihm gespielt und eigentlich hatten wir niemals gleiches MMR in beiden Teams. Dann hatte wir, der Kollege hatte dann die Idee gehabt, das liegt wahrscheinlich daran, dass er die Platoons ja noch matchen will. Robotester ist unterwegs. Oh, ich höre was, ja. Da kommt er direkt vor mir. Danke für die Warnung. Sehr notwendig, sorry, dass ich hier alles voll labere, wo wir hier kompetitiv spielen irgendwo. Ja, gut. Wo waren wir? Wir waren, als ich es jetzt unterbrochen hatte, dass wahrscheinlich Platoons selber schwierig sind, diese ganze MMR-Sache zu matchen, weil er matcht ja immer noch Platoons gegeneinander. Ansonsten hätte er nämlich einen aus dem Gegnerteam nehmen können, mit einem random, einem einzelnen, mit einem höheren MMR und uns rüberschieben können, dann wäre das in Ordnung gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Wahrscheinlich wegen Platoons und so. Oder anderen irgendwelchen Regeln, die noch im Weg sind, damit er das matchen kann. Was sind eure Erfahrungen so mit dem Matchmaking bis jetzt und schon wieder aus dem Spiel gewitscht? Hat man sich hier von meinem Desktop. Das ist halt meistens sehr, sehr unfair, weil einfach die MMR-Unterschiede der Teams einfach viel zu groß sind. Ja, also selber Erfahrung. Tesla wieder, Bobo. Ja, Tesla und Profinter, alles. Unterschiede von 2000 MMR, was einfach das Spiel unfair macht. Und man merkt das halt dann im Battle auch drinne, dass das eigentlich das... Ja, ist ja vor allem die Motivation, die dann bei den Spielern liegt. Einfach dann diesen Unterschied, dass man einfach mit dem, die Leute, die das höhere MMR haben, halt wirklich auch das Spiel dann auch locker gewinnen. Naja, das ist auch meine Erfahrung schon, wieder aus dem Spiel. Meine Güte. Also die Mauszeiger, der geht aus dem Spiel raus. Das ist jetzt quasi, was gerade passiert die ganze Zeit, ne? Ja, das ist nervig. Deswegen spiele ich jetzt gerade auch nur mit einem Monitor. Kann ich den einfach rausziehen oder muss ich ihn ausmachen oder kann ich ihn rausziehen, den zweiten Monitor? Das weiß ich jetzt nicht. Was passiert mit meiner Aufnahme? Das ist die Frage. Ich glaube, ich lasse es lieber erstmal. Ach, gut, das wird morgen behoben, das freut mich zu hören. Was sie noch beheben, ist andere Methoden, die dafür sorgen, dass das Matchmaking ziemlich egal ist. Wir hatten eben, wie gesagt, schon mehrere Spiele gehabt, wo wir gemeinsam gematchmaked wurden und hatten uns gefreut. Beide Platoons zusammen ein Team. Was passiert? Das Spiel bricht ab. Ein Spieler konnte das Spiel nicht laden. Das liegt nicht daran, dass es nicht konnte, sondern eher wahrscheinlich daran, dass sie geliefert sind. Ich wollte. Und durch das Lieben während des Ladebildschirms verlierst du gar nichts. Nicht mal eine Sperre, oder? Gibt es eine Sperre? Nee, gar nichts. Gar nichts. Also Ladebildschirm kannst du rausgehen. Das hat Friedrich wieder so eingerichtet, dass der Ladebildschirm zum Leaven da ist, ne? Also die Chance zum Disconnecten bietet. Und das nutzen Leute schamlos aus. Und das wollen sie auch beenden. Und es wird dann eine Strafe geben in Zukunft, wenn man halt zum Leaven, ne? Ja, es ist so, dass man einfach mit einem Minuswert schon in das Battle reingeht. Und wenn man es verlässt, dann kriegt man halt diesen Minuswert. Also sie müssen das auch über Umwege machen. Aber sie immerhin machen sie es, funktioniert dann. Das ist nicht sehr elegant gelöst, aber es ist eine Lösung. Programmiertechnisch meine ich jetzt. Normalerweise muss man feststellen, der war in dem Match, das Match hat jetzt aufgehört, ne? Und jetzt kriegt er seinen Minus. Wie in dem Vorbild World of Tanks,
da kannst du auch ein Match leaven und kriegst dann irgendwann nächsten Tag, hey, das Match, was du gestern geliefert bist, das hast du übrigens verloren, dein Team. Hier sind deine Minuspunkte. Und solche Sachen nicht sehr ideal. Aber gut, wir wissen ja, dass das alles hier ein bisschen zusammengeflickt wurde hier in Robocraft. Mit Unity und so. Aber was die jetzt auch zusammenflicken werden, ist, weil wir jetzt merken, wir haben ein großes Problem mit Liefern. Wir haben, ne, das merken die jetzt wirklich erst, dass sie das richtig, richtig beheben müssen. Sie arbeiten jetzt an dem Reconnect-Button. Weil man, wenn man jetzt Strafen kriegt fürs Liefern eines Matches, ernsthafte Strafen, sagten sie jetzt, okay, wir machen sie jetzt mal. Das finde ich auch ein guter Nebeneffekt der ganzen MMR-Geschichte. Ja, absolut. Ja, vor allem, es ist halt auch unfair, dass man, du kannst ja wirklich mal die Connection verlieren und kriegst dann trotzdem die Strafe, so kannst du dann wieder reingehen. Ne? Ich muss auch, glaube ich, eben meinen Browser mit darunter schließen. Ich höre die ganze Zeit Facebook herumploppen. Natürlich, wenn ich tot bin oder so. Nee, ging leider nicht. So, mal kurz hier Browser ausmachen im Hintergrund. Ihr müsst auch gar nicht sehen, was für Seiten ich hier bin. Oder mit wem ich hier irgendwas schreibe. Mal gucken, ob ich das später alles ausblurre. Also Robocop immer anstrengender zu aufnehmen für mich, wegen solchen Geschichten. Und es macht immer weniger Spaß, weil das halt einfach nicht so richtig belohnt wird, das Spielen. Erst haben sie einen die schönen Scores, RPs weggenommen und haben es mit komischen Kisten ersetzt. Und dann versuchen sie irgendwelche Competitive-Liga-Modi einzufügen, die nicht funktionieren. Jetzt haben sie immerhin MMR, aber auch das reicht noch nicht. Nicht. Ne? Ja, und die nächsten, sagen wir mal, großen Stars der Szene gucken schon über den Horizont. Ich möchte sie in einem RC-Video nicht nennen, ich finde das ein bisschen unhöflich. Aber jeder kennt sie. Leute aus Wien und so weiter. Und es wird sehr eng werden für Robocraft. Ich denke, aus Russland kommt auch ein Konkurrent für dieses Spiel. Also es wird wirklich, die Luft wird sehr, sehr eng. Wenn da nicht was passiert jetzt. Warum spielt ihr noch Robocraft? Weil Spaß macht. Ja, es macht schon einfach oft Spaß, aber ich bin auch mehr salty als gespaßt in letzter Zeit. Ach, das geht eigentlich. Ich bin mehr angepasst als andere. Nervt dann jetzt ab und zu mal was, dann regt man auf, aber eigentlich 90% der Spiele laufen noch eigentlich okay. Ah, ich flieg dauernd raus, bin da vielleicht am Verrecken deswegen. Wir sollten eventuell mal den Konflikt kriegen. Ja. Der ist. Nein, ich war dran, dann kam der Shuriken. Ja. Da kommt die Drohne und holt mich jetzt. Das ist vorbei. Oh, ich überlebe. Back von Intel. Der ist ja hinter der Ecke, die Drohne. Das gibt's doch nicht. Diese Camera Steering Dinger sind einfach nicht down zu kriegen. Der ist hier in die Gletscherspalte. Tesla bei mir. Ja, und auch die Desync-Probleme, wie zum Beispiel, dass Leute nicht immer an derselben Stelle sind, ist auch für kommutatives Play eigentlich unmöglich. Ja, es gibt viele Lecks in letzter Zeit, das muss ich auch zugeben. Ja, Tesla treffen dich einfach, die sind aber mal entfernt teilweise. Das ist nicht die Kollisionsabfrage, das ist Lag. Das ist Lag, ja, auf jeden Fall. Das sind keine Broken Teslas, das ist Broken Game. Das merkt man nur halt nicht so. Wir haben es deutlich gemerkt beim Nia-Video, die Cat Fusion. Ja, geflogen. Doof, dass ich gerade Bildschirmaufnahme mache und dass es deswegen immer den Desktop sehen kann. Was ich gemacht habe wegen For Honor. So, erstaunlich lange halt Tesla. Wir strugglen eigentlich gerade sogar, ne? Oh, mein Blick ist weg. Ja, jetzt haben sie mich. Ja, was für ein Bot spielt hier gerade? Du hast einen Mega SMG Walker gebaut, richtig, Frank? Ja, aber den spiele ich gerade nicht. Ich habe den Rail Walker.
Man weiß, was funktioniert. Also ich habe gerade mich riskiert und habe meinen alten Ganzlinger wieder rausgeholt, um zu testen, wie die Mega-SMGs jetzt gerade sind, weil ich habe letztens ein Match gehabt gegen Blissful mit euch auch teilweise zusammen. Und da war auch ein Mega-SMG Dual Walker dabei, das sehr, sehr, sehr gut wirkte. Beziehungsweise es war definitiv viable. Und das hat mich gefreut. Hätte man sich eigentlich fast denken können. Mit der Energie und dass man Drohnen abschießen muss. Man muss auch gut aimen können. Aber das ist halt immer so, du spielst Drohnen oder du hast Skill. Ja, oder du brauchst auf jeden Fall halt eine Heiler-Drohne, die dich unterstützt, weil der Mega-SMG braucht so viel Energie, dass du hier im Prinzip keine Heiler, keine Nanos drauf machen kannst. Ja, da bin ich jetzt gerade der Freak, der alles hat. Das Ding ist noch gebaut vor der Energie-Update eigentlich. Wobei noch, da ist Energie-Update schon reingeflossen in der Nachbearbeitung. Aber man merkt trotzdem, das ist ein alter Bot. Keine Ahnung, mein Jahr ist ja auch schon alt. Ja, wir verlieren das noch. Da verlieren wir es. Es sah anfangs gar nicht schlecht aus. Mich eigentlich gar nicht mit dem befassen. Aber na gut, ist ja egal. Ich wollte vielleicht noch einen Turm einnehmen. Ja, in diesem Let's Play sind viele Dinge sind falsch gelaufen. Erstmal sehr, sehr spontan gestartet. Im Hintergrund Facebook gebimmelt gehört. Ich bin noch im Steam online. So ist das halt. Das ist ein bisschen chaotisch jetzt. Aber es ist ein relevantes Let's Play, weil wir gerade so viel über dieses Matchmaking-Geschichte reden und weil hier jetzt auch die Sache mit dem Patch morgen kommt. Und ich ja sonst irgendwie nicht Robocop aufnehme, ne? Was traurig ist, eigentlich mein Hauptspiel. Ich habe auch bei Left of Never ein neues Premium bestellt. Er packt das, glaube ich, gerade ein, keine Ahnung. So, 31 minus MMR, das habe ich wohl verdient, nehme ich mal an. Ja, wie seht ihr die Tatsache, dass man, egal ob persönliche Performance, du auf jeden Fall dasselbe Minus bekommst wie der andere auch? Ja, ich würde sagen, das ist dann halt irgendwie auch ein Witz. Das macht dann das ganze Matchmaking keinen Sinn mehr. Weil wenn jemand, nur weil das Team von dem gut war, obwohl er schlecht gespielt hat, das die gleichen Plus- oder Minuspunkte bekommt, wie man der besser gespielt hat, ja, der kann man ja nicht mehr unterscheiden zwischen den Spielern, ob er gut war oder schlecht. Ja, der könnte einfach nur einen guten Clan haben, ein Platoon mitgenommen worden sein. Genau. Ja, man könnte einfach gucken, dass man diese jetzt wo es ausgeglichen war, haben wir genau diese minus 30 Punkte gekriegt, dass man da einfach wieder den Platz im Scoreboard einfach noch mit einbindet. Und dass man einfach, wenn man oben steht, weniger Minus bekommt. Ja, ja, ein bisschen weniger Minus bekommen wäre schon ganz nett. Oder eine quasi, wenn du sogar in der oberen Hälfte ganz oben bist, dass du dann das fast schon negierst. Das wäre wirklich gar nicht mal so daneben. Ja, wir haben ein Match durch, wir gucken mal, was die anderen machen und gucken, dass wir da nochmal ein Q-Sync mit unseren anderen Kätzchen oben im Channel machen. Wir sehen uns dann gleich. Jo, und da sind wir wieder. Wir haben diesmal ein volles Platoon und nicht, wie ich gesagt habe, ein Q-Sync, wie ich angekündigt habe, sondern mit uns ist jetzt der Reichshack Bro. Guten Tag. Und der Technofighter. Und? Das andere Platoon hat sich leider aufgelöst. Es war auch wohl kein sehr schönes Match. Ihr hattet Lever und dann waren auch noch das Team auch noch ein bisschen doof, ne? Und ja, das Übliche halt, ne? Was momentan so abgeht. Morgen wird alles besser, richtig? Richtig, ne? Ja, in der Tat. Das klingt enthusiastisch. Ja, wir werden erstmal die Queue abwarten, 3 bis 10 Minuten und gucken, wann es los. Oh! Es geht los. Es geht jetzt los. Ja. Sehr passend. Haben wir? Oh, da haben wir das MMR-Ding, was ich angekündigt auch gesagt habe, was immer nicht mehr so passt. Ja, 2000 Unterschied passt. Das ist wirklich viel. Wir haben aber Disciple X bei uns, das ist ein guter Spieler, der kann was reißen. Ach, ja, die Robot-Recycler, das sind die lustigen Spacken, die letztes Mal die ganze Zeit rausgegangen sind aus der Queue. Ganz genau. Wenn wir mal ein bisschen Namecalling machen wollen, ich habe ja erzählt, wir hatten 2-3 Mal hingekriegt, miteinander reinzukommen, mit Q-Syncing und wer es geliebt, das Gegner-Team. Da waren auch die 3 Robocycler dabei und auch ein paar andere Leute. Aber man weiß leider nie, wer lief.
Und das hat morgen hoffentlich ein Ende. Liefen wir dann bestraft. Ja, wird sich nur zeigen, wie wahrscheinlich eine Kollektivstrafe alle werden wir bestraft. Ja, also. Ich hab doch gehört, dass das doch so sein wird, dass jemand beim Join direkt eine Strafe kriegt schon und sie abarbeiten muss, indem er drin bleibt. Irgendwie so. Aber sie sagten auch von wegen, ja, Leute mit ihr schlechten Internet, wir arbeiten dran, dass ihr dann auch irgendwann mal reconnecten könnt. Das ist genau, halt erfreulich, das dass sie jetzt dran arbeiten, aber warum jetzt erst? Weil es halt nicht mehr anders geht. Sie haben es halt einfach festgestellt, es geht nicht mehr anders. Ich denke, meine Pipeline hatten sie das die ganze Zeit schon. Wahrscheinlich haben sie schon dran gearbeitet. Ja, sie stand auf der Tafel, sag ich mal so gerne. Da sind wir einander geraten. Tesla hinter uns. Ich werde sterben. Ich weiß es. Ich auch, aber ich habe drei von denen in a row gekillt. Also ich bin selber optimistisch. Na, ich habe noch einen von ihnen in den Tod gelockt, indem ich ihn hier runtergeholt habe. Und ihr mich heilt und ihr ihn jetzt hört. Super, perfekt. Ja. Er ist weggeblinkt. Hab ich schon Schrumpfelte gehört gerade? Das kann nicht sein. Ach, das du. Ja, das war ich. Genau. Robotstechnisch haben wir uns diesmal auch mal abgesprochen. Letztes Match haben wir einfach nur reingegangen, waren wir auch nur zu dritt. Wir haben eigentlich alles, was wichtig ist. Jo. Oh, du bist jetzt runtergesprungen und ich bin hoch. Ja, ich musste runterspringen, weil hier Tesla ist. Okay, ich bin kaputt. Ja, ich bin hier in der Unterzahl. Es wird auch ein hartes Match, wie erwartet, auch durch die MMR. Und ich muss gerade feststellen, ich habe gar keinen Voice-Check gemacht von den Lautstärken hier. Aber ich kann später ein bisschen da drum rumbasteln, hoffe ich. Hey, Star, Tesla. Ja, ich hoffe, ich schreie nicht rum. Ja, geschlossene Kopfhörer halt. RIP Headphone User. Nein. Okay, ich sterbe hier. Ich habe mich hier ein bisschen geopfert, um sie vom Turm abzuhalten, abzulenken. Oh, das hat auf jeden Fall was Danke, gebracht. Rex. Kein Ding. Gut gemacht. Ja, gut, wir haben ein ausgeglichenes Team, würde ich sagen. Wir haben drei Räder, einer davon mit Shotgun ausgerüstet. Rex, kannst du vielleicht am Konflikt mal hinter dem Berg den einen holen? Er ist ein bisschen beschäftigt. Ich versuche mal zu helfen. Da. Hier, weil der heilt die ganze Zeit den... Ich komme. Den so. Railer. Um unser Team zu beschreiben. Drei Rail, einer mit Schrotflinte, ein Tesla, ganz wichtig, gegen andere unten, Rails. Unter der Brücke. Oder ist der Tesla auch? Und einem SMG Hava mit Nanos. Nanos sind auch eine tolle Sache. Fehlen mir leider gerade. Kommst du über die Brücke? Oh. Na, hab ich gerade nicht vor. Tesla, an der Brücke. Ja. Ah. Oh, das war ärgerlich. Das waren ein paar Rails. Gut, was wir jetzt auch machen müssen, ist kompetitiv uns zusammentun. Solche Matches werden nicht als Let's Play zum Beispiel fungieren können, wie jetzt hier gerade. Dafür rede ich dann zu viel. Die würden dann eher mit nur Aussagen auskommen. Beim Turm. Ja. Das war, glaube ich, war das jetzt besser? Das war, glaube ich, ein normaler Hover. Jetzt kommt aber das zu dir. Oh, mir fehlt ein DSM. Verdammt. Bobo, komm her. Okay, danke. Meine Beine ringen gerade ein bisschen durch. So, schnell dahin. Nope, den kriegen sie nicht. Schön. Ich bin gerade ein bisschen hektisch mit dem Zielen. Tesla ist in der Mitte bei dir. Wie auch immer, ich kann die Namen nicht erkennen. Ich glaube, es ist Bug. Ja, es war Bug. Oh, hier versteckt sich jemand. Schön gefunden. Echt ätzend, diesen. Ich gehe mal wieder zur Brücke und deren Tower. Cypher ist da, ich helfe ihm. Er hat auf jeden Fall Stress mit irgendjemandem.
Nein, die kämpfen halt da hinten rum. Tesla kommt jetzt in der Mitte. Im Konflikt, glaube ich. Ja, ich krieg jetzt auch Stress hier an der Brücke. In deren Tower. Weil Disciple abgehauen ist. Tesla. Und ich jetzt alleine hier stehe. Gut gemacht, Disciple. Oh, ein Ego. Na, ich müsste besser sein. Welcher ist das jetzt? Und vielleicht gut. Ja, und harte Diskussionen im Forum, ne? Raids genervt werden? Nein, Raids ist das Einzige, was uns, was mich noch irgendwie am Leben erhält, sagen manche Leute. Andere schreien, sie töten Drohnen, sie gehören nicht ins Spiel. Quasi. Das ist momentan die Kontroverse, ne? Wenn Raids genervt werden, höre ich erstmal wieder von Techno Fighter. Oh, Lerner, du hast mich umgerammt. Sorry. Dieser Junge. Zu spät. Da war gerade ein richtiger Spezialist, hat ein Discshield gegen Tesla gesetzt. Verzweiflung. Interessante Idee. Kennst du die Szene aus Jalas Rams Shrine, wo der mit der Pistole gegen den Panzer schießt? Ja. das ist Verzweiflung. Wenn man keine Waffe mehr hatte, dann noch Energie übrig hat. Ja. Nee, der war voll live. Das ist eigentlich nur Energie gewastet, ne? Ja, komische Reaktion gehabt. Leolo. Ich hab den mal bei den Drohnen. Die Heilung. Ah, ich komm nicht hoch. Circle Jerk hier, die blaue Drohne heilt. Glück zurück. Und dann für den Hinteren nicht getroffen. Oh, den haben wir gehört. Tesla bei der Brücke. Oder? Obere Tower, Rex. Weil Turbofall was machen konnte. Unter der Brücke ist er jetzt. Ja, also was das Matchmaking hat er gebracht hat, die Spiele sind schon spannender geworden, ne? Aber auch gleichzeitig ernst und man kann einfach nicht mehr so viel Spaß machen, wie man eigentlich möchte. Wenn jetzt zum Beispiel einer von euch fünf einen absolut schlechten Bot gemacht hätte, hätte mich das ziemlich angepisst. Ja, das wäre auch ziemlich scheiße gewesen. Aber so ist halt der Spielmodus jetzt. Wir haben Techno verloren. Assault-Modus geworden. Ja, Techno ist verloren, glaube ich. Oder jetzt rausgeblinkt oder wo ist er? Nein, er ist disconnected. Er ist rausgeflogen, ist sein Inhalt wahrscheinlich. Oh. Das ist auch so, als was da kann man auch nur sagen. Salt. Tja, ich würde sagen, Techno ist zwar nicht ganz so vorteilhaft. Ja. Du musst deine Techno in Ordnung bringen. Beziehungsweise, es ist ja natürlich eher hoch als Salt, ne? An mir. Ja. Liegt eher an Unity. Ich wollte nur diesen dummen Witz anbringen. Der dumm war, aber ich wollte ihn machen. Na, das ist ja gut. Hast wenigstens zu Spaß. Ich Spaß, meine Zuhörer haben Spaß. Ich bin tot. Der ist auch tot. Klingt doch spaßig. Ja. Können die nicht einfach mal rausgehen, einfach von den Lieben? Schließlich haben wir auch einen Liefer. Das wäre doch nett. Ich glaube nicht, dass es einer machen würde. Ach, das würde ich jetzt bei den Reconnect-Button gehen. Bug nicht jetzt. Oh, vielleicht ein Teil meiner Seele? Ich habe gar keine Seele. Verdammt. Ah, nichts zum Verhandeln. Shit. Ich glaube, schwarze Seelen sind eh nicht so viel wert. Oh, sind die besten. Man ja aus Skyrim. Oh. Okay. Ja, hier pushen wir mal lang, aber die sind alle sehr lebendig. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Wahrscheinlich holen sie sich gerade den Konflikt. Ja, die sind gerade zum Konflikt. Ja. Ah, hinter Tesla uns. Oh, boah, ich bin sofort tot. Hinter euch die Eliminator. Ich bin gleich tot. Ja. Dankeschön. Hat sich so gerade noch Leben gerettet, ne? Guckt euch mal den Typen an. Ich glaube, der hasst mich gerade ein bisschen, weil ich ihn gerade schon ein paar Mal gekillt habe. Bei unserem Team ist übrigens auch gerade eine Drohne. Ich bin da eigentlich der Falsche für, aber. Kann mal versuchen. Boah, deren Tesla wreckt gerade Faces.
Nicht sehr angenehm. Ein Tesla wreckt. Auf jeden Fall, die ist irgendwo in der Mitte wieder. Nicht oben mal bei unserem Tower ist sie irgendwo. Das ist jetzt der Moment, wo wir verlieren müssen. Eine schwarze Mamba. Hm, okay. Sorry. Oh, sorry. There are planes on this motherfucking Tesla. Snakes. Nicht planes. Ich muss sagen, die Aufnahme geht relativ lang. Wir sollten das Spiel mal endlich beenden. Ja, das ist aber eher auch traurig. Das beenden. Sie, sag ich doch. Weil ich kann mich aufhören, mich zu wehren, weißt du? Normalerweise müsste ich still liegen und mich einfach killen lassen. Während sie mich misshandeln. Ah, aber das lasse ich einfach nicht zu, weißt du? Ich bin ein Kämpfer. Du meinst, wenn du still hältst, geht's schneller rum, oder? Ja, das tut weniger weh. Das war jetzt eine böse Referenz, alles klar. 30. Aber so sieht das Scoreboard auch aus, hast du schön gemacht. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Da geht mehr. Aber wir hatten auch eine schlechte Situation. Irgendwo waren wir von denen ziemlich hart, ne? Ihr wisst schon, stillhalten und so. Naja. Morgen wird alles besser. Das war's von mir und auch von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. GG. Tschüss. Ciao. Ciao, GG.